Beutellose Staubsauger wirbeln den Markt auf. Immer mehr Kunden greifen zu den Geräten mit der neuen Technik. Ich habe einen, weil mich's genervt hat, dass man nie die passenden Beutel zu seinem Staubsauger findet. Man muss keine Beutel kaufen, es ist praktisch, spart Geld, spart Zeit. Ich hatte mal einen Beutellosen, war nicht so gut. Wir sind dann wieder zurück zum Beutelstaubsauger, ja. Die Vorstellung, dass der Staub im Beutel ist, ist für mich hygienischer. Die Technik ist grundlegend verschieden. Beim klassischen Modell mit Beutel läuft das so. Eine Turbine erzeugt im Gerät Unterdruck. Staub und Luft werden eingesaugt. Der Schmutz bleibt im Beutel hängen. Die Luft wird erst gefiltert und dann wieder aus dem Staubsauger herausgeblasen. Bei Beutellosen erzeugt eine Spezialdüse einen Luftwirbel wie ein Mini-Wirbelsturm. Deshalb auch Zyklontechnik genannt. Schmutz wird eingesaugt und landet in der Auffangbox. Die ersetzt den Beutel. Die Luft wird durchs Auge des Mini-Zyklons wieder herausgedrückt und vorher gefiltert. Welche Technik ist besser? Wir testen zwei Beutelstaubsauger im Vergleich mit zwei Beutellosen. Team Beutel, der günstige Siemens Z7.0 und der höherpreisige Miele Ecoline. Die beiden treten an gegen Team Beutellos. Der günstige Dirt Devil sowie der höherpreisige Dyson Big Ball. Und hier kommen unsere Tester. Andrea Kreiselmeier aus Hattenheim bei Mainz und ihre Tochter Finja. Also ich saug mindestens zweimal die Woche. Ich habe zwei Kinder, eine Katze kommt ab und zu vorbei, dann kommen die Freunde von den Kindern. Also hier ist immer viel los und dann kommt auch viel Dreck. Bei so viel Besuch hat sie hohe Ansprüche an einen Staubsauger. Der muss gut saugen, der muss ein langes Kabel haben, der muss gut flexibel sein, weil wir mehrere Stockwerke haben. Wir haben unterschiedliche Bodenbelege, Teppich, Hartböden, Läufer. Also damit muss er halt fertig werden. 4 Wochen lang testet Familie Kreiselmeier jede Woche einen anderen unserer Staubsauger. Los geht's mit den klassischen mit Beutel. Angeblich soll bei denen die Saugkraft nachlassen, je voller der Beutel wird. So zumindest einst das Werbeargument von Dyson. Vor 20 Jahren erfand ich den Staubsauger ohne Saugkraftverlust. Wenn die Luft durch den Beutel strömt, verstopfen die Poren mit Staub. Die Saugkraft lässt nach. Unsere patentierte Zyklonentechnologie arbeitet mit konstant hoher Saugkraft. Stimmt das? Der Verband der Elektrotechnik in Offenbach. Hier vergleichen wir die Saugleistung mit leerem und gefülltem Beutel. Wir mussten uns hierzu ein spezielles Verfahren einfallen lassen. Es gibt noch keine Norm auf diesem Gebiet. Das heißt, bisweilen werden Staubsauger immer getestet ohne Befüllung. Und wir haben eine Befüllung von 75% des Volumens, was ein Staubsauger aufnehmen kann, definiert. Und damit haben wir diesen Test durchgeführt. Und schwächeln die Beutelstaubsauger tatsächlich, wenn der Beutel voller wird? Das Gegenteil ist eingetreten. Auch die Beutelgeräte haben diese Anforderung erfüllt. Das heißt, es gibt keinen Saugverlust. Zumindest die von uns überprüften Beutelsauger von Siemens und Miele leisten also auch noch mit vollem Beutel sehr gute Arbeit. Wie sieht es aus mit den Beutellosen? Auch bei Dyson und Dirt Devil vergleichen wir die Saugleistung mit leerem Behälter und mit zu 3/4 gefülltem Behälter. Zumindest Dyson hält das Versprechen, die Saugleistung bleibt konstant. Hingegen der Dirt Devil hat einen deutlichen Verlust der Saugkraft gehabt. Das heißt, je mehr Befüllung ich in den Beutel oder in das Bayless hineinbekomme, umso weniger Saugkraft habe ich. In leerem Zustand erreicht der Dirt Devil auf Hartboden Reinigungsklasse A. In gefülltem Zustand reicht es nur noch für Klasse C. Eine herbe Enttäuschung. Auf unsere Nachfrage antwortet der Hersteller: Der Dirt Devil Rebel 26 wurde in externen Testinstituten geprüft und entspricht den Anforderungen der Reinigungsklasse A auf Hartboden. Eine ausweichende Antwort. Denn für die Reinigungsklasse wird laut Norm ja nur mit leerem Behälter getestet. Wir fassen zusammen. Siemens, Miele und Dyson saugen weiterhin gut, auch wenn die Staubsauger sich füllen. Der Dirt Devil hingegen verliert deutlich an Saugkraft. Zurück zu Finja und Andrea Kreiselmeier. Sie waren inzwischen fleißig am Saugen und haben schon erste Unterschiede festgestellt.
So fällt beim Miele-Staubsauger das Geräusch auf. Das ist so eine schrille Frequenz. Ich finde das Ganze, das geht mir total auf den Nerv. Das ist so, mag ich nicht hören. Das wäre ein Grund, das Ding direkt wieder zurückzubringen. Nun zu den Beutellosen. Wie gut lassen sich die Geräte entleeren? Das wollen wir mit Konfetti überprüfen. Wir saugen, bis die Geräte gut gefüllt sind. Dann ab zum Mülleimer. Bis der Behälter allerdings vollständig entleert ist, dauert es. Und nicht nur das. Also ich meine, das staubt schon ziemlich, man kriegt dreckige Hände und das, man merkt, man riecht es auch, also so richtig schön. Wenn man Allergiker wäre, kann ich mir das nicht gut vorstellen. Dabei sieht auf der Website von Dyson die Entleerung ganz einfach und sauber aus. Hier entleert eine Frau den Behälter sogar in ihrer Küche. Das Foto spiegelt natürlich auf keinen Fall die Realität. Hier sieht alles sehr steril aus. Wir konnten feststellen, dass eine Entleerung immer dazu führt, dass Staub aufgewirbelt wird. Das ist eine Frage für Allergiker, inwieweit sie damit gesundheitlich umgehen können. Aber es ist auch eine Frage der Hygiene, denn der Staub setzt sich natürlich an den Geräten fest, verlagert sich auch in der Umgebung. Und vorher hat man aufgesaugt und jetzt verteilt man ihn wieder. Was sagen die Hersteller dazu? Dyson antwortet nicht. Dirt Devil verweist auf die technischen Verbesserungen beim neuesten Modell. Für uns ist somit die Entleerung ein klarer Pluspunkt für die klassischen Beutelstaubsauger. Familie Kreiselmeier hat 4 Wochen lang jede Woche einen anderen Staubsauger ausprobiert. Welche Technik hat Ihnen besser gefallen? Die mit oder die ohne Beutel? Also ich finde, beide Techniken haben überzeugt. Da gibt es für mich keinen Unterschied. Die haben beide gut gesaugt. Das Einzige ist bei der Handhabung beim Leeren. Bei den ohne Beutel muss ich halt jedes Mal leeren und habe den Staub aufgewirbelt. Und beim anderen muss ich nur ab und zu den Beutel wechseln. Finde ich einfacher zu handhaben. Und welches Modell hat im Praxistest am meisten überzeugt? Ich würde mich, wenn ich mich wirklich entscheiden muss, für den Siemens entscheiden, weil er günstiger ist, weil er super gut gesaugt hat und ich nur ab und zu den Filter wechseln muss und nicht ständig reinigen. Auch insgesamt liegt Siemens bei uns klar vorne. Das Gerät ist günstig und verliert auch bei vollem Beutel nicht an Saugkraft. Schlusslicht in unserem Check, der Dirt Devil. Wenn sich der Behälter füllt, lässt die Saugkraft deutlich nach. Generell sollte man das Gerät nach Möglichkeit im Laden ausprobieren. Bei einem Staubsauger mit starker Saugkraft braucht man nämlich meist auch mehr Kraft zum Schieben. Egal, ob das Gerät mit Beutel arbeitet oder mit Zyklontechnik.